Seit Juli ging es hin und her. Heute nun hat der FC Bayern München den Transfer von Stürmer Harry Kane von Tottenham Hotspur offiziell bestätigt. Der Kapitän der englischen Nationalmannschaft unterschrieb einen Vertrag bis 2027. Die Ablösesumme für Kane soll laut Medien bei über 100 Millionen Euro liegen und wäre damit neuer Rekord in der Bundesliga. Kaum verpflichtet ist Kane heute Abend im Spiel gegen RB Leipzig im Supercup bereits im Kader und könnte auch zum Einsatz kommen. Der Superstar ist endlich da. Harry Kane nach wochenlangem Tauziehen heute erstmals an der Säbener Straße. Die Fans fröhlich aufgeregt. Kane ist mit kolportierten 115 Millionen Euro der teuerste Transfer der Bundesliga. Harry ist schon ganz früh Wunschspieler Nummer 1 bei uns auf der Liste gewesen. Wir haben uns natürlich nach der Decke gestreckt. Wir sind ein Stückchen All-in gegangen, aber natürlich immer in einem Rahmen der wirtschaftlichen Vernunft. Das ist Teil unserer DNA. Seine DNA ist das Toreschießen. Klassisch, vorne zentral, mit der Rückennummer 9. Bayern München ist einer der größten Fußballclubs der ganzen Welt. Ich habe immer gesagt, dass ich mich weiter verbessern möchte, um der Allerbeste zu werden. Es ist also der richtige Schritt für meine Karriere, um mich auf höchstem Niveau zu messen. Dass er heute tatsächlich schon mit der Mannschaft trainiert hat, haben uns die Bayern nicht sehen lassen. Den Gegner übrigens auch nicht. Ich hoffe, dass wir die Energie und die Qualität, die wir gerade im Training zeigen, auf den Platz bekommen und dass die Zuschauer das auch spüren, dass ein neuer Geist entsteht und neuer Spirit drin ist und eine gute Atmosphäre herrscht. Kane ist bereit. Das Bayern-Trikot passt hervorragend. Und vielleicht sehen wir den Neuen heute Abend schon jubeln.